Hey, ich bin Jules, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Münster. In meiner Freizeit mache ich sehr viel Social Media, bin sehr auf Instagram aktiv, mache viel mit Freunden und gehe regelmäßig zum Sport. Also Haarausfall ging bei mir recht früh los. Anfang meiner 20er wurde das Haar immer lichter und ich habe immer versucht, so ein bisschen alles zu kaschieren. Wenn ich die Bilder jetzt von früher sehe, hat es nicht so gut funktioniert. Und dann bin ich irgendwann, ja, habe ich mir überlegt, wie kann ich das ändern und habe dann eine Haartransplantation durchgeführt, die dann leider nicht so den Erfolg brachte, wie ich es mir dann eigentlich vorgestellt habe. Und genau, 2 Jahre nach der Haartransplantation trage ich jetzt Haarsystem. Ich war immer ein recht selbstbewusster Typ. Bin immer sehr selbstbewusst durch die Welt gegangen, aber wenn es dann um das Thema Haare ging, das war immer so der Knackpunkt und wenn mich da welche darauf angesprochen haben, also irgendwann kam auch der Zeitpunkt, wo ich mir dann die Haare abrasiert habe und das war dann so der Punkt, wo ich wusste, wenn ich darauf angesprochen werde, dass das immer so mein Schwachpunkt war und ich war in allen Dingen eigentlich sehr selbstbewusst, aber das war so, ja, das war immer so meine Schwachstelle. Als ich mich dazu entschlossen habe, eine Haartransplantation zu machen, war das für mich eigentlich erstmal ein Riesenschritt nach vorne. Ich hatte den Termin bei meiner Praxis, also das war so eine Privatklinik. Dann wurden mir die Haare transplantiert. Es war super schmerzhaft, aber wer schön sein will, muss leiden, dachte ich mir. Und genau, dann begann das große Warten. Ich musste 1 Jahr lang Cappy tragen und konnte halt kein richtiges Ergebnis sehen. Und nach 1 Jahr hat man so langsam gesehen, wo die Reise hingeht. Und ja, im Endeffekt habe ich 1 Jahr umsonst gewartet, weil es dann nicht so dicht wurde, wie ich es mir erhofft hatte. Also der größte Unterschied an einer Haartransplantation und dem Haarsystem ist einfach, dass ich nach 2 Stunden volles Haar habe und es kein Kompromiss mehr ist zwischen, ich hatte mal nicht so schöne Haare und jetzt habe ich ein bisschen dichtere Haare. Es ist einfach ein kompletter Unterschied und du musst nicht 1 Jahr warten, sondern du gehst einfach in den Laden, kommst raus und hast perfekte Haare. War Welten entspannter. Also ich bin da hingegangen und habe das Haarsystem, also mir wurde dann der Kopf rasiert, das Haarsystem wurde mir auf den Kopf geklebt und im Endeffekt habe ich nach 3 Stunden ein super Ergebnis gehabt. Also ich hatte super dichte Haare und hatte ein Ergebnis, womit ich super zufrieden war. Es war kein Kompromiss mehr. Ab dem Moment, wo du ein Haarsystem trägst, beginnt ein neues Leben. Und das merkst du ab Sekunde 1. Also du guckst in den Spiegel und hast auf einmal diese Ausstrahlung, die du eigentlich immer schon selber von dir gesehen hast. Aber die anderen Leute haben das halt nie gesehen, weil du keine Haare hattest. Also es ist halt so, dass eine coole Frisur den kompletten Look einfach abrundet. Und das war mir vorher nie so bewusst. Aber ab Sekunde 1 mit Haarsystem, ja, ist für mich ein neues Leben begonnen. Also Frauen machen sich Extensions und gehen damit ganz locker um. Und ich trage halt Haarsystem. Ein gut gemachtes Haarsystem wird niemand erkennen. Also meine momentane Situation sieht so aus, ich kann und will, glaube ich, gar nicht mehr ohne Haarsystem leben. Das hat ja mein Leben so krass verändert. Also es gibt nichts Negatives, was ich da irgendwie ja drüber erzählen kann. Also in allen Lebenssituationen gehe ich offener, gehe ich noch selbstbewusster durch die Welt und ja, strahle, glaube ich, einfach das jetzt aus, was ich eigentlich schon viel früher hätte ausstrahlen können.